Sulzer stellt für 2023 einen Umsatzplus im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Woher nehmen Sie diese Zuversicht? Haben Sie gar keine Sorgen wegen einer möglichen Rezession? Wir nehmen die Zuversicht aus dem Umstand, dass wir einen sehr hohen Auftragsbestand haben, sich die Aufträge auch gut weiterentwickeln und auch unsere Produkte und Dienstleistungen sind in Industrien, die nicht von vornherein von einer Rezession allzu stark getroffen sein würden. Selbstverständlich schauen auch wir mit einem vorsichtigen Auge auf die Entwicklung der Wirtschaft. Können Sie sagen, wie hoch der Geschäftsanteil bei Sulzer von diesem Bereich Renewables und oder auch erneuerbare Treibstoffe bereits ist? Es ist kein separater Bereich, sondern diese Technologien sind verteilt in alle drei Geschäftsbereiche, die wir betreiben. Er ist signifikant schon, aber er ist noch nicht, der Anteil ist noch nicht groß. Wir möchten gerade im Moment noch keine Zahlen herausgeben. Die Sulzer-Aktie leidet unter einem Malus wegen den Sanktionen gegen den Hauptaktionär Viktor Wechselberg. Ich nehme an, Sie suchen hier eine Lösung. Zeichnet sich bereits ein möglicher Ausweg aus dieser Situation ab? Viktor Wechselberg ist seit über 16 Jahren Ankeraktionär der Sulzer. Er hat eine sehr langfristige Orientierung. Er ist ja eben nicht kurzfristig profitorientiert. Allerdings dürfen wir ihm auch keine Dividenden zahlen. Es ist also auch für ihn eine unangenehme Situation. Für uns ist es eine schwierige Situation, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass sich das Geschäft sehr gut entwickelt. Trotz den Umständen würde sich eine Lösung abzeichnen, würde Sulzer selbstverständlich unterstützen, wenn es Interesse von Sulzer ist. Am Ende entscheidet der Ankeraktionär, hoffentlich unterstützt durch die zuständigen Behörden, falls es eine Veränderung geben würde.